Hi zusammen, ich begrüße euch wieder zu einem neuen Video und dieses Mal zu einem ganz besonderen Unpacking. Und zwar habe ich ein Tauschpaket bekommen. Ich hatte auf Instagram vor einiger Zeit gefragt, ob jemand mal wieder Bock hätte auf so ein süßes kleines Tauschpaket. Und da haben sich ein paar Leute gemeldet und ich habe mir dann die ersten drei Leute rausgepickt und habe mit denen das ausgemacht. Und jetzt ist mein erstes angekommen. Also ich habe schon zwei rausgeschickt, an den anderen, an dem anderen arbeite ich noch. Aber jetzt habe ich auch endlich meins bekommen, mein erstes. Und ich freue mich riesig jetzt aufs Auspacken. Es ist von der lieben Wings14 und ihren Kanal und ihren Instagram-Account packe ich euch natürlich unten in die Infobox. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr gerne wissen wollt, was ich ihr gegeben habe bzw. geschickt habe. Dann könnt ihr gerne auf ihrem Kanal vorbeischauen. Dort hat sie nämlich auch ein Video hochgeladen, wo sie die Sachen auspackt, die ich in ihr Tauschpaket gepackt habe. Ja, dann bin ich jetzt viel zu gespannt, um weiter zu labern und werde einfach anfangen, das süße Zeug hier auszupacken. Ich sehe schon direkt, das hier ist ein Clearfile. Ich ziehe das mal ganz frech raus. Das hier ist ein Clearfile von Sentimental Circus. Ziemlich süß. Ich liebe Chapeau. Ich habe auch ein riesiges Plüschtier von ihm. Sehr niedlich. Ich mag diesen Alice in Wonderland-Stil total gerne. Und ja, werde sicher eine tolle Verwendung für dieses Clearfile hier finden. Und vielen, vielen Dank. Es hat total den schönen Druck, muss ich sagen. Echt süß. Ja, ich freue mich gerade riesig. Und ja, hier machen wir mal weiter. Ich bin gespannt, was drin sein wird. Ich muss nur gucken, wie ich das irgendwie alles mit einer Hand hinkriege. Also, ich sehe hier direkt ein kleines Figürchen aus Perlen. Ups, nicht runterfallen. Aus Perlen. Nehme ich an und ja, es ist sehr süß, aber ich weiß nicht genau, was das ist, muss ich gestehen. Es hat auf jeden Fall eine Weihnachtsmütze auf. Also es ist sehr niedlich. Es fühlt sich ein bisschen an wie so Styropor. Aber ich bin nicht sicher, was genau das ist. Trotzdem finde ich es sehr süß. Okay. Dann sehe ich hier auch noch was aus Fimo oder sowas. So ein kleines Donut-Tierchen. Total niedlich. Gott, ist das süß. Ich liebe selbstgemachte Sachen. Ich finde selbstgemachte Sachen immer voll süß. Ja, deswegen habe ich auch versucht, in jedes Paket irgendwas selbstgemachtes bzw. selbstgezeichnetes reinzupacken, das ich verschenke und ja, das ist sehr, 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 sehr niedlich. Und hier haben wir einen Regenbogen. Ich mache das mal vorsichtig ab, damit es nicht kaputt geht. So, hier haben wir einen kleinen Regenbogen mit kleinen Wolken, die Gesichter haben. Total süß. Das ist echt niedlich. Entweder stelle ich es mir auf oder ich mache mir daraus einen Anstecker. Ich glaube, das könnte man auch super cool an eine Sicherheitsnadel kleben und dann einfach als ja, so eine Art Brosche benutzen oder so. Auf jeden Fall super niedlich. Und hier haben wir auch noch einen Stift, auf dem auch so kleine süße Tierchen drauf sind. Wie süß. Und der Stift selbst ist von Sumiko Godashi. Ich hoffe, das erkennt man gut. So, ich habe ihn jetzt zum Scharfstellen gebracht. So kann man den Print natürlich viel besser erkennen. Ja, auf jeden Fall super, super niedlich. Sehr süß. Und ich freue mich da wirklich sehr darüber. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar, ich nehme einfach irgendwas random raus. Das Geschenkpapier ist übrigens auch sehr hübsch.
finde das mit den Punkten sehr niedlich. So, mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ich habe das jetzt einfach mal kurz eingefetzt, damit ich es besser aufkriege. Oh mein Gott! Oh nein, wie süß! Sie hat mir ein Zumzum geschickt. Oh nein, wie cool! Und oh mein Gott, wie süß von Schneewittchen. Oh mein Gott, ist das süß. Einer der sieben Zwerge. Dieser äußerst launische Zwerg. Ich vergesse immer die Namen der Zwerge, es tut mir leid. Aber ja, den habe ich auf jeden Fall noch nicht. Und der ist super niedlich und wird meine Sammlung auf jeden Fall bereichern. Oh Gott, ist der süß. Vielen, vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, der ist super niedlich. Ich kann mich gerade gar nicht satt sehen. Der ist echt toll. Ach, ich liebe Zumzum. So, dann mache ich hier mal weiter. Habe das nochmal kurz aufgefetzt, weil ich echt mit einer Hand nicht so imstande bin, die Päckchen aufzukriegen. Und ich gerade keine Möglichkeit habe, mir ein Stativ zu basteln. So. Oh Gott, ich sehe, es sind weitere Zumzums. Oh ja, oh ja. Mehr Zumzums für meine Familie. Oh nein, wie cool. Einmal Sully aus Monster AG. Sehr, 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 sehr geil. Ich liebe ihn. Ich finde ihn so toll. Und ich habe ihn noch nicht. Und ah, ist das cool. Und dann haben wir Chimney aus Pinocchio. Auch sehr, sehr niedlich. Ja, den habe ich nämlich auch noch nicht. Und dann haben wir noch Buzz Lightyear aus Toy Story. Den habe ich auch nicht. Und somit sind das wirklich drei, die ich gar nicht habe. Und das freut mich umso mehr. Ja, Zumzum Mania, mehr für mich. Freue ich mich auf jeden Fall riesig drüber. Vielen, vielen Dank. Die sind echt super süß. Oh, ich sehe, hier ist noch so ein kleiner Mini-Donut. Der ist auch super niedlich. Ich glaube, die stelle ich mir ins Regal. Die sind echt super süß. Also, die hast du sicher selber gemacht. Und ich finde das wirklich sehr, sehr toll geworden. Echt niedlich. So, ich war jetzt mal so frei, das hier schon mal oben aufzufetzen. Und hier hängt noch ein kleiner Chopper dran, total süß, mit so einem Hexenhut und einem Umhang auf einem Besen. Total cool, was super passt, denn ich liebe Halloween und ich freue mich schon die ganze Zeit wieder auf Halloween. Und ja, da passt dieser Anhänger natürlich mega gut dazu. Und ja, finde ich auf jeden Fall super niedlich und freut mich total. Hier. Ist der nicht süß? Ah, oh, total cool. Ich liebe Chopper. Chopper ist so, ja, ich glaube, mein Lieblingscharakter neben Sanji aus One Piece. Und ja, sehr, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall riesig. Und da ich das hier jetzt schon schlauerweise aufgefetzt habe, dürfte ich es auch mit einer Hand aufkriegen. Oh, es ist ein Block von Rilakkuma. Wie cool. Fresh Lemon. Die Serie kenne ich gar nicht. Also die Kollektion von Rilakkuma. Davon habe ich auch noch gar nichts. Und deswegen freut es mich umso mehr. Ich liebe Rilakkuma. Ist das niedlich. Da sind zwei Motive drauf. Einmal das hier und einmal das hier. Das ist richtig, richtig süß. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich riesig drüber. Da kann ich wieder alles vollkleben mit süßen kleinen Notizzettelchen. Und hier haben wir noch was Größeres. Das werde ich jetzt auch kurz, obwohl ich kriege es, glaube ich, auch mit einer Hand auf. Wollen wir mal schauen. Oh nein, wie cool! Oh nein, wie cool! Das sind zwei Päckchen Poki. Oh, wie geil. Ich liebe Poki. Wie lecker.
Die werde ich auf jeden Fall mit meiner besten Freundin zusammen essen. Denn wir fahren jetzt am Wochenende, also übermorgen, auf die Konnichi. Und dann werde ich uns das hier als kleinen Snack für die Fahrt mitnehmen. Super cool, vielen, vielen Dank. Ich liebe Poki. Mit Süßigkeiten kann man bei mir echt nichts falsch machen. Vielen Dank. So, und hier haben wir jetzt noch so einen kleinen Bunch in der Tüte. Und das packe ich jetzt auch noch schnell aus. So, hier haben wir einmal einen süßen Button von einem Pokémon, das ich nicht kenne, aber es ist sehr niedlich und deswegen finde ich es gut. Dann haben wir hier kleine Notizzettelchen von Sumiko Godashi. Die schaue ich mir später genauer an. Vielen, vielen Dank, sowas kann ich immer gebrauchen. Dann haben wir hier einen ganzen Bunch an Previews. Sowas finde ich immer gut, daraus kann ich mir gut Sticker basteln oder ja, die benutze ich gerne generell zum Basteln. Vielen Dank dafür. Und hier haben wir auch noch mal einen großen Notizzettel, auch sehr, sehr süß. Vielen, vielen Dank. Dann räume ich das jetzt kurz zur Seite und dann ja, sehen wir uns noch. So. Das war's dann jetzt auch mit diesem Video. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Wings 14, für diesen Tausch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch dein Paket zusammenzustellen. Und ja, ich bin super happy mit den Sachen hier. Besonders cool ist natürlich der hier, Zuwachs für meine Zum-Zum-Familie. Aber ich finde alles ziemlich cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, du hast auch viel Spaß mit deinem Päckchen. Und ja. Dem Rest danke ich natürlich auch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao!